Der sechste Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wird Ihnen präsentiert von Eduard Winter. Es wird noch einmal heiß am sechsten Tag der Derbywoche und das ist durchaus wörtlich gemeint. Bei 33 Grad kommen die Zuschauer auf der Tribüne beinahe ebenso ins Schwitzen wie die Pferde auf der Bahn. Mit besonderer Spannung erwartet natürlich das deutsche Eduard-Winter-Stuten-Derby mit der Top-Favoritin Avalon Mist in der Hand von Robin Bakker. Natürlich sind wir favorisiert und auch zurecht, glaube ich. Aber ja, es sind natürlich gute Pferde drin. Es ist ein Derby und dann stehen natürlich gute Pferde drin. Und ja, wir haben eine schöne Nummer und wir sehen mal, Pferd hat gut gearbeitet und alles gut gereist. So Pferd ist in Topform. Doch auch Dion Tesla möchte beim Derby ein Wort mitreden. Und der Niederländer hat dafür gleich zwei Eisen im Feuer. Die von ihm trainierte Isabella Boshove wird von Heinz Wevering gefahren und ist schon allein wegen ihrer Startnummer gefährlich. Die Startnummer 1 ist schon mal positiv. Also ich glaube, dass wir sie gut vom Start kriegen werden und ich hoffe es. Und können dann auch eine gute Position sofort mit der Nummer 1 nehmen. Weiterer Favorit auf den Derby-Sieg ist auch die Fuchsstute Kahaya, die Dion Tesla selbst fährt. Allein die weite Anreise bei hohen Temperaturen bleibt ein schwer einzuschätzender Faktor. Doch Tesla ist von der Form seiner Pferde überzeugt. Diese Woche waren die gut, waren die fit, beide waren gut. Und beide waren fit. En, ja, ik denk dat ze dat goed überstanden hebben de laatste Woche. Dat denk ik. En, we zullen heute gucken. Vor dem Derby steht aber noch ein umfangreiches und hochklassiges Rennprogramm an. Gleich im zweiten Rennen geht es um die deutsche Nachwuchsmeisterschaft. Hier kann sich am Ende Navy Blue in der Hand von Alexander Kelm durchsetzen. Im What a Feeling Rennen ist der Wallach Skyfall in der Hand von Michael Nimczek Favorit. Doch dann kommt alles ganz anders. New Down gewinnt vor Skyfall oder aus Rebound. Im Gottlieb Jauss Memorial Rennen legt Prince of Persia, der zuletzt etwas geschwächelt hat, gleich mächtig los. Prince of Persia setzt sich an die Spitze und führt. Doch Top-Favorit Azimut mit zuletzt 4 Siegen aus 5 Rennen will den Startzielsieg des Prinzen verhindern. Azimut kommt noch näher heran, aber Prince of Persia ist vorn. Prince of Persia gewinnt das Gottlieb Jauss Memorial gegenüber Azimut. Am Ende ein überzeugender Erfolg von Prince of Persia in der Hand von Michael Nimczek. Ja, ich kam sehr gut von Start. Prince of Persia ist von Hause aus ein startschnelles Pferd. Das habe ich voll ausgenutzt. Konnte unterwegs etwas das Tempo rausnehmen, um mich dann im Einlauf schönen Kampf, sage ich jetzt einfach mal, bis zur Linie. Aber trotzdem konnte Prince of Persia sich durchsetzen. Im B-Finale des Eduard-Winter-Stuten-Derbys kommt IMAX mit der 5 in der Hand von Yvonne Wagner als Erste aus dem Schlussbogen und kann den Vorsprung auch bis ins Ziel behaupten. Wir kamen an der Spitze, Michael nimmt sich gesagt, fahren und das habe ich gemacht. Und das, sie fühlt so stark. Ich denke, wenn jemand kommt, fahre ich mit. Und ja, dass sie gewonnen, ja, das war super. Und dann ist es endlich soweit. In der Startphase zum lang erwarteten Stuten-Derby 2018 bringen sich die Favoriten in Position. Isabella Boshove mit der 1 auf der Innenbahn, Avalon Mist mit der 3 und Kahaya mit der 5. Doch den besten Start erwischt Rudolf Haller und bringt seine Stute Donna Granata mit der 2 zunächst in Front. Robin Bakker muss sich mit Avalon Mist erstmal hinten einordnen, bekommt aber seine Chance. Und dann war das Tempo 200-300 Meter ein bisschen weniger und dann bin ich versucht loszufahren. Ich denke, dann kann ich das letzte Kilometer außen herum, aber kann ich kontrollieren. Und das tun Bakker und Avalon Mist eindrucksvoll. Und führt. Avalon Mist geht jetzt schon in die dritte Spur, Robin Bakker. Greift jetzt hier im Bogen an. Donna Granata ist weiter an der Spitze und führt. Dahinter ist Kaya. Avalon Mist zieht hier auf außen in dritter Spur und rückt hier weiter vor. Es geht auf die Überseite. Auf der Zielgeraden spielt die Stute dann ihre ganze Klasse aus. Avalon Mist! Avalon Mist gewinnt das Stuten-Derby 2018 mit Robin Bakker vor Kahaya Isabella Boshove und dann vielleicht noch auf dem 4. Platz die Sensation im Touchable. Natürlich haben sie Druck, jeden Rennen, aber vom Derby ist natürlich noch ein bisschen mehr dabei und natürlich, dass wir favorisiert sind, dass es kann nur geschlagen werden. Am Sonntag zum Abschluss der Derbywoche dann noch weitere Highlights, unter anderem mit dem Finale des Super Trot Cups,
der Derby Revanche 2017 und natürlich dem Deutschen Traber Derby 2018. Wie immer auf Hauptstadtsport TV. Der sechste Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wurde Ihnen präsentiert von Eduard Winter.